Wissen Sie, wie gut Sie noch hören? Immer mehr Bundesbürger nutzen die Möglichkeit eines kostenlosen Hörtests bei ausgewählten Hörgeräteakustikern. Gutes Hören ist nicht nur gutes Verstehen, sondern entlastet auch das Gehirn ganz enorm. Neueste Hörgeräte berücksichtigen die Arbeitsweise des Gehirns. Das führt oft zu weniger Müdigkeit und mehr Energie durch weniger Anstrengung beim Hören. Auch in Ihrer Stadt nutzen qualifizierte Akustiker heute die neue Brain Hearing Technologie. Beratung und Information bei Hörgeräte Ehnert. Schon 10-mal in der Region und im Internet unter hörgeräte-ehnert.de. Nachrichten zum Wochenende. Die Themen: Freie Fahrt in der Galerie am Frohnauer Hammer. Fördermittel für Schanze in Johanngeorgenstadt und nach Abriss folgt Neubau eines Drogeriemarktes. Glück auf! Noch einmal Nachrichten zum Wochenende. Gleich 2-mal wird uns die Eisenbahnstrecke von Chemnitz nach Annaberg in dieser Sendung beschäftigen. Es ist eine der traditionsreichsten Zugverbindungen in Sachsen, der jetzt einer Ausstellung gewidmet ist. Ein Muss nicht nur für Eisenbahnfreunde, denn dazu gibt es auch eine kleine Festschrift. Im Eingang zur Galerie am Frohnauer Hammer zeigt ein Signal freie Fahrt für eine neue Ausstellung, eine Bahnausstellung. In wenigen Monaten kann die Zschopautalbahn die Strecke von Chemnitz nach Annaberg ihr 150-jähriges Bestehen feiern. Am 1. Februar 1866 begann der Zugverkehr. Diesem Jubiläum ist eine Sonderausstellung gewidmet, die vom 23. Oktober bis zum 25. September des kommenden Jahres in der Galerie am Frohnauer Hammer präsentiert wird. Mehrere Leihgeber haben interessante Dinge aus der Bahngeschichte zur Verfügung gestellt. Auf zahlreichen Abbildungen, Grafiken und Fotos werden Bahnhöfe, Fahrzeuge, Bahnmitarbeiter und Sehenswertes vorgestellt. Fahrzeugmodelle, Dioramen und Sachzeugen von der Arbeit der Eisenbahner runden die Ausstellung ab. Eine kleine Festschrift zum Jubiläum ist im Museum Frohnauer Hammer und in der Touristinformation Annaberg-Buchholz erhältlich. Dazu im Verlauf der Sendung mehr. Elterlein bekommt ein neues Feuerwehrgerätehaus. Dessen Schaffung ist notwendig, weil das jetzige Gebäude nicht mehr den geltenden Anforderungen entspricht. Mit den umfangreichen Baumaßnahmen werden die Bedingungen zur Unterbringung der Fahrzeuge einschließlich Lagerflächen sowie Umkleidemöglichkeiten für die Kameradinnen und Kameraden maßgeblich verbessert. Der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Elterlein, Jörg Hartmann, konnte am 22. Oktober aus den Händen von Landrat Frank Vogel einen Zuwendungsbescheid für den geplanten Neubau entgegennehmen. Die Projektförderung beträgt 535.000 Euro. Die B180 wird zwischen Ortsausgang Stolberg und Tabakstanne Thalheim in der Zeit von Montag kommender Woche bis Donnerstag täglich zwischen 37 und 18 Uhr wegen Baumfällarbeiten vollgesperrt. Die vorhandene Umleitung über Brünnlos ist unbedingt zu nutzen, so das Referat Straßenverkehr beim Landratsamt. Nachdem in Schneeberg im Sommer am Postplatz 2 bis 4 ein altes Gebäude abgerissen wurde, erfolgt jetzt der Neubau einer Drogeriemarktfiliale. Weil dafür ein Kran aufgestellt wird, muss der Bereich von der Kreuzung Ritterstraße bis zur Einfahrt Fürstenplatz von Montag an bis Ende Februar 2016 voll gesperrt werden. Die Zufahrt von der Auer Straße in Richtung Ritterstraße und die Zufahrt aus Richtung Stadtzentrum über den Fürstenplatz in Richtung Fleischergasse ist möglich. Der Gehweg auf der Seite der Küchengalerie Hummer steht weiterhin zur Verfügung. Ab Montag wird in Annaberg-Buchholz im Auftrag des Abwasserzweckverbandes Oberes Zschopau und Seematal eine Schachtabdeckung auf der Max-Michel-Straße instand gesetzt. Dazu muss die Straße bis 30. Oktober an der Einmündung Sperrgasse gesperrt werden.
In Schlettau wird in diesen Tagen ein weiteres für die Versorgungssicherheit der Stadt wichtiges Investitionsvorhaben von den Stadtwerken Annaberg-Buchholz umgesetzt. Zwischen den Trafo-Stationen Brauerei und Kästner wird ein neues bis 20 Kilowatt belastbares Mittelspannungskabel verlegt. Die Unterquerungen der Flussläufe von Roter Pfütze und Tschopau erfolgen ökologisch schonend durch die Anwendung des Horizontalspülbohrverfahrens. Die erste Großschanze Deutschlands wurde Ende der 1920er Jahre in Johanngeorgenstadt gebaut. Jetzt freut man sich in der Schwibbogenstadt über kleinere Sprünge. Der Wintersportverein 08 Johanngeorgenstadt erhält im Rahmen der investiven Sportförderung einen Fördermittelbescheid in Höhe von knapp 22.000 Euro. Darüber informierte der CDU-Landtagsabgeordnete Alexander Kraus. Das Geld sei für den Umbau der Anlaufspur und die Modernisierung der Holzbeplankung an der Jugendschanze sowie die Modernisierung des Holzunterbaus an der Schülerschanze bestimmt. Ich freue mich darüber, weil der Skisprung in Johanngeorgenstadt eine lange Tradition hat und mit der Unterstützung des Freistaates die Nachwuchsarbeit gestärkt wird, sagte Kraus. Noch eine Meldung vom Sport. Zum DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt am kommenden Dienstag werden die Spieler des FC Erzgebirge Aue mit einem exklusiven Trikotsponsor auflaufen. Martin Mennel, Christian Tiffert und Co. tragen den Schriftzug der Enjoy Fitnessstudios im vogtländischen Oelsnitz und Falkenstein auf der Brust. Wir freuen uns, dass die Veilchen mit unserem Schriftzug auf der Brust in die Partie gegen den großen Favoriten Eintracht Frankfurt gehen. Und wir wünschen uns natürlich, dass Ihnen unser zusätzliches Engagement Glück und auch Erfolg bringt, erklärt Inhaber Andreas Fiedler, der mit Enjoy schon seit mehreren Jahren Sponsor der Veilchen ist. Die zwei Studios in Oelsnitz und Falkenstein sowie das Mutterunternehmen geben in dieser Saison gemeinsam eine fünfstellige Summe an den Verein. Über die traditionsreiche Eisenbahnstrecke von Chemnitz nach Annaberg, deren Sachzeugen jetzt in einer Ausstellung in der Galerie des Frohnauer Hammers zu sehen sind, haben wir zu Beginn der Sendung berichtet. Genannt wurde darin auch eine Festschrift, ein kleines Buch, das sicher reißenden Absatz unter den Eisenbahnfans finden wird und nun den Abschluss unserer Wochenserie darstellt. In wenigen Monaten feiert die Tschopautalbahn die Strecke von Chemnitz nach Annaberg-Buchholz ihr 150-jähriges Bestehen. In der Galerie am Frohnauer Hammer gibt es eine Ausstellung zum Jubiläum und eine kleine Festschrift. Verfasst hat diese Museumsmitarbeiter Bernd Schreiter. Ja, die Bahnstrecke hier im Tschopautal, also von Chemnitz nach Annaberg, begeht in wenigen Wochen ihr 150-jähriges Jubiläum und schon mehrere Leute haben sich mit der Geschichte dieser Bahn beschäftigt. Erinnern möchte ich an Siegfried Rosberg, dem Heimatforscher aus Kunersdorf, der im vergangenen Jahr gestorben ist und der eine Eisenbahnchronik verfasst hat. Dann ist vor einigen Jahren ein schönes Buch entstanden, der Autor Siegfried Bergel, der also die Strecke intensiv beschrieben hat. Beim 125-jährigen Jubiläum hat der Eisenbahner Werner Höbler eine kleine Festschrift verfasst. Und jetzt zum 150-jährigen Jubiläum ist wieder ein kleines Heft entstanden, das auch als Begleitliteratur für diese Sonderausstellung hier in Frohnau gedacht ist. Die Broschüre hat 40 Seiten und ist reichlich illustriert. Sie beleuchtet die Geschichte der Strecke, die Bahnhöfe oder die eingesetzten Fahrzeuge und wird sicher ihre Freunde finden. Ja, diese kleine Festschrift ist sicher für ehemalige Eisenbahner, für Eisenbahnfreunde und auch Heimatforscher und Interessierte hier aus der Region sicher von Interesse. Natürlich auch Gäste der Region, die sich mit Eisenbahn beschäftigen oder interessieren, die haben sicher ein Interesse an diesem Heft. Die Geschichte der Eisenbahnstrecke Chemnitz-Annaberg hat ihre Wurzeln in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als es in Mittel- und Westeuropa zur Herausbildung industrieller Zentren kam. Wer mehr dazu wissen will, dem sei die jetzt erschienene Festschrift zum 150-jährigen Jubiläum im Jahr 2016 zu empfehlen. Das Heft ist also erhältlich hier im Museum Frohnauer Hammer
in der Touristeninformation Annaberg-Buchholz, im Gästebüro in Bärenstein und im Modellbahnfachgeschäft Höber hier in Annaberg. Der Preis für das Heft liegt bei 5 Euro. Wie haben sich die Erzgebirger doch gefreut, als die Ortsverbindung von Stolberg nach Zwönitz in diesem Jahr wieder freigegeben wurde. Doch die Freude währte bei vielen nicht lange, denn die einkalkulierten Fahrzeiten, immerhin ist die Strecke zum großen Teil mit 100 Kilometer pro Stunde freigegeben, werden durch die vielen Lkw stets verlängert. So mancher spricht sogar von einer Lkw-verseuchten Strecke. Doch auch diese Transporte sind wichtig und immerhin hat sich Richtung Straßenbau insgesamt seit der Wende richtig viel getan. Vor genau 15 Jahren beispielsweise wurde bereits eine wichtige Kreisstraße saniert, übergeben. Diese Archivbilder erinnern an eine Straßenfreigabe am 23. Oktober im Jahr 2000. In Jansbach, damals zum Landkreis Annaberg gehörend, war vor 15 Jahren nach siebenwöchiger Bauzeit die Kreisstraße 7105 wieder für den Verkehr freigegeben worden. Zuvor hatte man die Verbindungsstraße zwischen Jansbach und Auerbach bis zur damaligen Grenze zum Landkreis Stolberg grundhaft ausgebaut und zum Teil auch verbreitert. Zudem waren auf dem 370 Meter langen Stück Tragfähigkeitsschäden behoben worden. Damals wurde noch mit D-Mark bezahlt. 450.000 D-Mark kostete der Bau, wovon der Landkreis Annaberg 150.000 Mark aufzubringen hatte. Der Rest wurde gefördert. Die Veranstaltungstipps. Zu Gast bei Peter Gast. Unter diesem Titel findet am 28. Oktober 19.30 Uhr im großen Saal des Annaberg-Buchholzer Kulturzentrums Erzhammer ein außergewöhnlicher Liederabend statt. Es erklingen Werke des in Annaberg 1854 geborenen und hier 1918 verstorbenen Peter Gast alias Heinrich Köselitz, dem Komponisten, Schriftsteller und Adlatus des Philosophen Friedrich Nietzsche. Von Bettina Grotkopf, Sopran, und Laszlo Varga, Bass, begleitet vom ersten Kapellmeister der Erzgebirgischen Philharmonie, Dieter Klug, am Piano, werden mehrere Lieder von Peter Gast erklingen, die noch nie in Deutschland zur Aufführung gelangten. Außerdem werden zwei Kompositionen von Friedrich Nietzsche und drei der Wesendonck-Lieder von Richard Wagner zu hören sein. Dieser außergewöhnliche Liederabend wird vom Kulturwissenschaftler Professor Gotthard B. Schicker moderiert. Karten in der Touristinformation für 10 Euro bzw. 8 Euro unter 03733 19433 oder touristinfo@annabergbuchholz.de. Am Montag sind alle Interessenten zu einer Veranstaltung zum Betreuungsrecht und zur Pflege um 18.30 Uhr ins Auer Amtsgericht eingeladen. Unter dem Thema Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung findet eine Podiumsdiskussion mit dem Staatsminister der Justiz Sebastian Gemko, Dr. Becker, Chefärztin für Psychiatrie und Psychotherapie im Helios Klinikum, Berufsbetreuerin Frau Dr. Süße und Joachim Müller, Richter am Landgericht und Betreuungsrichter am Amtsgericht Aue statt. Der international anerkannte französische Illustrator Blex Bullex, der seit einigen Jahren in Leipzig lebt, präsentiert im Heinrich-Hartmann-Haus Oelsnitz gezeichnete und gedruckte Illustrationen, Kinderbücher sowie skurrile Papierobjekte, groteske Masken und einige Plakate. Einen Schwerpunkt der Ausstellung, die am Freitag eröffnet wurde, bilden seine zwei Bücher Leute und Jahreszeiten, die beide mit verschiedenen Buchpreisen ausgezeichnet wurden. Außerdem werden eine Reihe originaler Siebdrucke aus seiner jüngsten Veröffentlichung, ein Märchen, sowie Entwürfe für seine Grafik Nouvelle Niemandsland zu sehen sein. Geöffnet ist donnerstags von 9 bis 17 Uhr sowie freitags und am Wochenende jeweils von 14 bis 18 Uhr. Ja, und das war ERZ-TV Kompakt am Freitag. Die nächste aktuelle Ausgabe sehen Sie am Montag ab 20 Uhr. Bis dahin schaue ich mit Ihnen auf diese Woche noch einmal zurück. Samstag ab 20 Uhr beginnt ERZ-TV Woche.
Aktuelles finden Sie wie gewohnt weiter unter kabeljournal.de. Und zum Schluss noch eins. Sollten Sie RTV-Woche am Sonntag mal zur vollen Ungeradenstunde sehen, dann haben Sie wahrscheinlich vergessen, die Uhr umzustellen. In der Nacht vom Samstag zum Sonntag drehen sich die Zeiger nämlich von 3 auf 2 Uhr zurück. Und wir alle dürfen eine ganze Stunde länger schlafen. Wie schön. Ihnen ein schönes Wochenende. Glück auf! Es gibt einen Ziegel mit purem Wärmeschutz, der jede Dämmung erspart. Kommen Sie diesen Samstag zum Bauherrentag ins neue Eder-Ziegelzentrum und erleben Sie ein volles Programm rund ums Bauen mit Ziegeln. Eder-Ziegel pur, die wahre Natur. Diesen Samstag, 10 bis 13 Uhr, im neuen Eder-Ziegelzentrum in Freital. Weitere Infos unter ziegel-eder.de. Gute Aussichten. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Autohaus Zimpel und Franke in Schwarzenberg. Ab sofort auch mit der kompletten Suzuki-Pkw-Palette.